Okay, alles dann. Servus miteinander und herzlich willkommen zu einem meiner Live-Videos hier bei OLED Österreich. Heute habe ich mir ein Thema überlegt, ihr habt es ja schon gesehen an dem Intro-Fenster zuerst. Da werde ich mich dann gerne wieder ein bisschen verkleinern. Ich habe da ein bisschen etwas vorbereitet. Wieso ISO? Und was ist mit manuell? Wer ist das? Ein paar Gedanken und Tipps zum Thema Beamshots und Vergleichsbilder. Wir teilen ja alle das Hobby Taschenlampen und ganz viele von uns und von euch veröffentlichen auch Fotos dazu. Warte mal, ich bin da mit meiner Größe noch nicht ganz einverstanden. Ich hoffe, ich bin ausreichend groß. So da. Und muss bin ich spicken bleiben? Ganz viele Leute posten natürlich ganz begeistert Fotos und Bilder von ihren Taschenlampen und was sie damit so treiben, im Wald, unter Tage, wo auch immer. Nur ist es sehr oft ein bisschen schwierig, wenn man dann Fotos macht und zu Hause draufkommt, dass man nicht wirklich zufrieden ist mit dem Ergebnis, dass man eigentlich etwas anderes zeigen wollte. Ich habe schon einmal in einem der anderen Videos ein bisschen das mit den Lumen und den Lux und den Laufzeiten erklärt. Heute möchte ich ganz kurz auf dieses andere Thema eingehen, das wir eigentlich ganz oft betreiben. Schauen wir mal, ob ich hoffentlich alles beieinander habe für euch. Die ISO, das stammt eigentlich aus dem Analogfilmzeit, da unten da von Kodak, da sieht man so eine Filmrolle, alte 200 ISO. Das war ganz einfach eine Zertifizierung von dem Film, um einzuschätzen, wie viel Licht es braucht, um ein gescheites Foto zu machen. Heutzutage nimmt man diesen Begriff ISO bei den digitalen Kameras, bei den richtigen, aber auch bei den Handys dazu her, um ein bisschen Idee zu haben, wie stark belichtet wird. Also wie lichtempfindlich man die Kamera schaltet. Je höher dieser Wert ist, desto heller wird das Bild, wenn die Belichtungsdauer gleich ist. Die Belichtungsdauer ist klar, je länger die Kamera offen ist, umso länger kann das Licht da hineinwirken. Das wird vom Sensor quasi addiert und daraus errechnet sich dann das Bild, das wir sehen. Blende, Weißabgleich und hunderttausend andere Sachen. Die Fotografen von euch werden mich wahrscheinlich jetzt hassen, aber ich glaube, dass das für Hobbyknipser vorab einmal an zweiter Stelle ist. Das lassen wir unter den Tisch fallen. Das Problem ist, dass diese ganzen Werte trotzdem in der Automatik die Bilder beeinflussen. Und da haben wir dann halt auch das Problem. Wie man so schön sagen, in Österreich ein Gucki-Drucki. Da mal, da kann man was nicht lesen, da werde ich wieder geschimpft. Moderne Mobiltelefone, unsere Handys sind ja wahre Wunderwutzis. Man öffnet die Kamera-App, haut drauf auf das Motiv, drückt am Auslöser einmal oder 50 Mal, je nachdem. Grinst schön und es kommen super Bilder raus. Die Kamerahersteller bauen da künstliche Intelligenzen ein, AI nennt sie das dann Ganze und 100.000 Bildverbesserungs-Software-Programmchen und das, was uns dann am Bildschirm vorgezeigt wird, ist halt das, was der Computer sich überlegt hat, wie das Motiv ausschauen sollte. Da wird natürlich halt immer schön verbessert, wer kennt es nicht, im Selfie-Modus mit diesem Schönheitsmodi, wo die Falten dann geglättet werden und man schaut aus wie eine Porzellanpuppe. Das kann schön sein, aber wenn man Taschenlampen fotografieren, kann das durchaus stören. Jetzt war ich gestern draußen und habe ein bisschen was gemacht am Handy und habe das aufgenommen. Ich hoffe, das funktioniert, wenn ich jetzt das Video dazu einspiele. Muss ich dann nochmal den. Offensichtlich nicht. Hallo? Im Testbetrieb Open Camera. Okay, das Ich ist das zweite Video, starte was ich mal eigentlich zeigen in wollte. der normalen Ansicht und jetzt verwenden wir die. Das Na sollte das dann, erste schauen wir sein. mal. Kamera, Automatikmodus. Einfach mal ein Bild machen da vom Finstern. Dann gibt es Leute, kann man natürlich auch so einen lustigen Nachtmodus verwenden. Schauen wir mal, was der so zaubert. Da erkennen wir plötzlich einen Himmel und einen Baum.
Na, dann lassen wir den Nachtmodus. Legen wir mal i5T 30 Lumen hin. Schauen wir mal. Rechnen davon aus, also fast 10 Sekunden. Ah, 6 Sekunden. Na, schaut doch schon kräftig aus wie ein Superfoto. Und wenn man ja so 300 Lumen macht, schön, hier riecht es immer da unten in die Mitte von dem Kabel aus. So Nachtmodus 300 Lumen. Er braucht schon Sekunden weniger zum Berechnen. Na, das schaut doch schon super aus, oder? Na, gehen wir zurück in den Automatikmodus. Automatikmodus 30 Lumen, i5T. Dann machen wir Automatikmodus 300 Lumen i5T. Ups, das hat sich verwackelt, mache ich nur eins für später. Und dann habe ich mitgebracht eine M2er Pro. So, das ist die niedrige Stufe. Haben wir ein bisschen anderes Licht, andere Lichtverteilung noch dazu. Machen wir mal, ich glaube, das sind 15 Lumen. Dann gehen wir rauf auf die 750 Lumen. 7. Und ihr seht, wenn ich da das Licht ein bisschen wegnehme, jetzt sieht man den Baum. Jetzt drehen wir da wieder um, blendet er schon ab. Und jetzt fahren wir mal auf 1800 Lumen, Doppelklick, schaut genau aufs Bild. Man sieht, dimmt gleich wieder ab. Ups. Und Foto für später. So, dann habe ich, das ist also das mit dem Automatikmodus, wie es halt viele sicherlich gewohnt sind, und dabei auch Bilder rauskriegen, die ja in Ordnung sind. Aber wie gesagt, wenn man dann verschiedene Lampen miteinander vergleichen möchte und eine absolute Helligkeit braucht, braucht man irgendetwas, wo man das fixieren kann. Dazu gibt es viele, viele Programme. Ich habe das Programm Open Camera für vor langer Zeit für mich gefunden, weil das nicht nur kostenlos ist. Ich glaube, das gibt es für Apple und für Android. Ich möchte es ungern verlinken. Bitte Open Camera mit C geschrieben, findet ihr in eurem App-Shop. Wie gesagt, das ist so toll, weil ich das auch zum Filmen verwenden kann mit eingestellter Blende. Das, also mit festgelegten Belichtungsdaten so herum. Und das kommt vielleicht ein anderes Mal. Heute schauen wir uns das mit den Fotos an. Ich hoffe, die zweite Seite von dem Video kommt besser. Und jetzt verwenden wir die. Und ich bin wieder still. Kamera. Ich starte mal in der normalen Ansicht für meine Hauptkamera. Die Belichtungsdaten sind dann alle normal. Und wenn man da drinnen schaut, bei Weißabgleich, ich habe am liebsten Tageslicht. Nehmt es nicht Automatik, dann schauen die Lampen wieder unterschiedlich zueinander aus. Ich habe Tageslicht ganz gern. Gehen wir wieder raus aus dem Menü. Die Software hat irrsinnig viele Funktionen, aber ich nutze noch ein paar. Und vor allem das Wichtigste ist, man kann auch Videoaufnahmen machen mit fixierten Belichtungsdaten. Das ist ganz geil. Aber wir machen heute mal nur die Fotos. Oben da in dem gelben Eck seht ihr, er sagt jetzt 6400 Lumen und ein 1/17, keine Ahnung, wo das her hat. Ich mache mal ein Testfoto, quasi ein Schwarzbild, was auch immer er darauf erkennen möchte. Wenn ich jetzt, und ich spüre mir am Anfang mit der M2R, ihr seht da oben live, wie die ISO rauf und runter geht. Also verschiedene Lichthelligkeiten und vor allem, wo das Licht da drauf ist, in seinem Bereich, der ist jetzt am Anfang einmal da in der Mitte, ändert sich das. Da war es rot, weil zu hell. Das taugt auch noch, war das zu dunkel, das taugt ihm dann gar nicht. Ich gehe ganz gern her und nehme immer eine mittlere Helligkeit. Machen wir mal die 300 von der i5T. Da lege ich es einmal hin. Da sehe ich jetzt irgendwelche ISO-Werte, Verschlusszeiten, das schaut schon mal nicht schlecht aus. Dann drückt man einfach da auf
Belichtung sperren. Jetzt bleibt Helligkeit, Verschlusszeit, ISO. Die Sachen bleiben gleich. Das ändert sich nicht. Auch wenn ich jetzt die 1800 Lumen drauf und es wirkt es deutlich heller. Also für den Bereich würde ich fast sagen, das ist ein bisschen überbelichtet. Aber schauen wir uns einmal an. Jetzt i5t, 30 Lumen. Machen wir ein Foto. i5t 300 Lumen. Ein Foto. Ups. DM2 Pro im niedrigen Setting. Wobei die Lichtverteilung, wie gesagt, eine ganz andere ist. Jetzt schaut man rauf auf die 750. Ups, die gehört da hin. Versucht auch immer die Kameras gleich den Lichtpunkt gleich auszudrücken. Ich habe es recht viel gewackelt. Ja, ist ein bisschen besser. Und jetzt den Turbo. Da erkennt man schon ganz deutlich. Ich soll nicht so viel wackeln an meinem Billigstativ. Den Unterschied. Jetzt machen wir noch eine Serie. Jetzt mache ich die Belichtung wieder auf. Und 1, 2, 3, upsala, die 750 Lumenstufe, die nehme ich jetzt einmal so als mittlere Referenz. Da sehen wir einen anderen ISO-Wert. Jetzt speichern wir mal den ab. Belichtung sperren. Schauen wir uns nochmal an. 30 Lumen. 30 Lumen i5T. M2R Pro. Ups. Runter. In Low, 15 Lumen. Eins, zwei, drei, High, 750 Lumen. Hoppala, hat gewackelt. Gar nicht so leicht. Und Turbo. Jetzt schauen wir uns die Bilder mal genauer an. So, dann nehmen wir mal die System Sounds wieder abdrehen. Das brauche ich nicht mehr, dann höre ich mich besser oder selber besser, je nachdem. Schauen wir mal. Bei den Bildern selber muss ich dieses Mic-Sicht ein bisschen rausnehmen ab und zu, aber ich gehe davon aus, das wird sie verkraften. Schauen wir mal. Jo, das will ich nicht. Und da sind wir, und das ist das erste, das zweite. Hier. Da spackt es leider ein bisschen herum. So, wie gesagt, ich mache mich mal da ganz klein, gehe da in die Ecke. Das ist ein gutes Beispiel vom Automatikmodus. Man fasst das aus der Hosentasche raus. Ihr habt es ja bei meinen Videoaufnahmen gesehen, bei dem Video, das ich gemacht habe. Man hat das Ergebnis so, oder zumindest ich lasse es mir gar nicht anzeigen. Wir haben da links die i5T mit 300 Lumen. Das System hat da festgestellt, das kann man nachträglich auslesen am Computer, welche ISO-Werte und Belichtungsdaten das Kamerasystem oder die Software auswählt. Das habe ich da ein bisschen so hineingeschrieben. Wir haben da eine 17. Sekunde und 5000 ISO. Die Zeit, das nehmen wir mal ein bisschen auf die Seiten, konzentrieren wir uns auf diesen ISO-Wert, damit Sie ein bisschen eine Idee, ein Gefühl kriegt, wie die unterschiedlich sind und was die machen und vor allem dann auch bei den anderen Bildern zu sehen, was der Vorteil ist, wenn man das fixiert. Wie gesagt, links 300 Lumen, rechts 30 Lumen.
Schaut jetzt am Bild, wenn man das in 1024x768 oder keine Ahnung, in einer normalen Web-Auflösung raufladt, wo sowieso ein bisschen die Bilder schier sind. Rechts muss man sagen, die Kamera hat das Bild ganz schön aufgeblasen, die 300 Lumen. Wir haben 65.535 ISO, das Kamera-Handy hat es da angenommen. Bildqualität ist natürlich furchtbar, aber es ist hell. Ein guter Hinweis für euch, um solche aufgeblasenen Fotos zu sehen, und da muss ich, wie gesagt, es gibt Leute, die machen das nachträglich, absichtlich, wenn man Werbung macht für eine schlechte Lampe oder möchte suggerieren, dass die besser ist, dann kann man das am Computer im Photoshop raufdrehen und überbelichten. Aber man kann es, und das soll es heute gehen, auch beim Aufnehmen schon ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Und ihr seht es da oben links oder hier in der Bildmitte. Leider wird mir da Mauszeiger nicht richtig angezeigt. Die Wolken links vom Baum jeweils sind auf diesem aufgeblasenen 30-Lumen-Foto auf der rechten Bildhälfte ganz deutlich zu sehen, weil er das natürlich auch überbelichtet. Schauen wir mal, ich habe auch dieses Nachtsetting. Da belichtet er da zwar länger mit vielen Sekunden, dadurch wird das Bild weniger körnig, weil hoher ISO-Wert macht meistens ein verwaschenes Bild. Wir sehen, das schaut schon ein bisschen gescheiter aus. Da hat er links in der 300er Stufen 2500 ISO angenommen, aber 5 Sekunden belichtet statt einer 17. Sekunde. Das Bild schaut eigentlich fast gleich aus. Ich gehe da zurück. Also wenn ihr die linke Bildhälfte euch anschaut, das ist dieselbe Taschenlampe. Und auf der rechten Seite, da ist dieser Nachtmodus, der hat ein bisschen nicht so sehr übertrieben, aber man erkennt immer noch in beiden aufgeblasenen Nachtmodusbildern die Wolken. Da kann man sich schon denken, dass das Foto so wahrscheinlich oder dieser Helligkeitseindruck, der da vermittelt wird, gar nicht so sehr der Wirklichkeit entspricht. Was habe ich als nächstes gemacht? Etwas, das uns der Automodus auch noch versauen kann. Das ist ein Fehler. Fehler möchte. Etwas, das sehr häufig passiert, wenn Leute Fotos posten. Der geht mit der Sigma 2 Pro spazieren und hat noch die Warrior Mini mit. Und die schauen genau gleich aus. Und wenn Sie das hier anschaut, links 1800 Lumen, rechts die 750 Lumen Stufe. Aufs schnelle Hinschauen. Am Bildschirm ist der Eindruck eigentlich, da ist nicht viel um. Wo ist jetzt da ein Turbo-Modus? Die Lampe ist vielleicht kaputt, das ist gleich hell. Und wenn ich mir das daheim am Computer anschaue, und hat ihn echt ein bisschen anders ausgeschaut. Ne? Wieder der Blick auf die Wolken im rechten Bild verrät uns, da ist ein bisschen mehr mit dem Licht irgendwas passiert. Und wenn wir uns unten die Daten dazu anschauen, die ich da halt unten reingeschrieben habe, bei 1800 Lumen hat er 1000 ISO verwendet. Bei 750 Lumen eine 2500er ISO. Man kann sogar witzigerweise jetzt halbwegs umrechnen. 750 mal 2,5 bin ich bei diesen 18.000. Also das ist sogar fast ein annähernd mathematisch lineares Verhältnis. Helligkeit, ISO-Wert und Belichtungszeit, das muss sich immer irgendwo ausgleichen. Aber ich glaube, dieses Bild ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man sich täuschen lassen kann vom Automatikmodus. Und ihr habt gesehen, das sind die Bilder, die ich da in diesen Videos für euch gemacht habe. Da ist nichts nachbearbeitet, out of the cam, so wie sie sind. Schauen wir weiter. Dann noch einmal ganz, so, ich tue mich mal ganz weg. Noch einmal ganz arg dargestellt, die drei Bilder, die zwei von jetzt gerade, plus das Automatikbild rechts von 15 Lumen. Mit 65.535 ISO. Also ich glaube, das schaut deutlich unglaubwürdig aus. Richtiger ausschauen müsste es dann so, wie ich jetzt in der nächsten Serie das habe. Da habe ich jetzt immer einmal die 30 Lumen, also die drei Bilder sind immer im selben Modus mit verschiedenen Belichtungen. Ganz links Automodus. 30 Lumen heillos überblendet. In der Mitte die 2000 Lumen Fixeinstellung, wo ich mich quasi auf die
hellere, die M2R Pro Lampe als Referenz eingelassen habe. Und rechts habe ich als Referenz die 300 Lumen von der i5T verwendet. Und da sieht man jetzt ein bisschen einen Unterschied. Das Ganze im 300 Lumen Modus. Da sieht man, da hätte das Auto auf der linken Seite ein bisschen halbwegs hingerechnet. Dann noch einmal der Vollständigkeit halber für die M2R Pro in der 15 Lumen Stufe. Und ich gebe euch dann zum Schluss einen Link, wo ihr euch die Bilder runterladen könnt und in Ruhe anschauen zum Vergleichen und so vielleicht so zusammenstellen, wie ihr das gerne habt. Der 750 Lumen Modus im Turbo Modus 1800 Lumen bei der M2R Pro. Und da noch einmal, so kann ein Beamshot-Vergleich ausschauen. So, jetzt dürft ihr mich wieder ein bisschen anschauen. Da haben wir oben die M2R Pro mit 1800, 750 und 15 Lumen und drunter mit derselben Einstellung, also genau die gleiche Kamerafixierung. Dazu im Vergleich die i5T mit 300 Lumen und 30 Lumen. Und wenn ihr jetzt die beiden rechten Bilder übereinander anschaut, oben 15, unten 30, da erkennt man, dass die 30 Lumen an dem Holzstangl im Vordergrund mehr Licht hinbringen. Also in der Fixeinstellung mit einem fixierten Belichtungswert kann ich Werte miteinander vergleichen. Dass in der mittleren Reihe die 300 unten weniger hell sind, wenn man sich im Vordergrund das Holzhochbeet anschauen und natürlich viel weniger weit hinleuchten als oben drüber der große Spot der M2R Pro, der da hinten 750 Lumen ausbrennt. Da kann ich in einer fixierten Belichtungsszenario mit einem Programm, das kann man sich aussuchen, Hauptsache man kann irgendwie Belichtung einfrieren. Da kann ich diese beiden Lampen, so unterschiedlich sie sind, objektiv miteinander vergleichen. Und das Gusto-Stückel natürlich die 1800 Lumen der M2R Pro oben links. Das ist zumindest jetzt mein Zugang. Das muss jetzt nicht für euch, den Link gebe ich euch ganz zum Schluss aus. Das ist jetzt, ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass das absolut alles richtig und vollständig war. Ich bin kein Profi-Fotograf, ich habe mir das alles auch selber aus der zusammengezogen aus der Nase und aus dem Internet. Aber ich glaube, es hat mir in den letzten Jahren immer ganz gute Dienste erwiesen. Und wenn ich mit meiner großen Kamera draußen unterwegs bin für meine Vergleichsvideos, da habe ich mir sogar Werte für mich überlegt, wo ich mir gedacht habe, das hat dann am Computer so ausgeschaut, wie ich es draußen wahrgenommen habe. Da habe ich für mich und meine Kamera ein Set an Daten, an F-Wert, Belichtung, ISO-Wert und so weiter festgelegt, die ich immer wieder verwende. Damit könnt ihr, wenn ihr meine Videos anschaut, außer dem, was ich da vom Handy gezaubert habe, habt ihr immer gute Idee zueinander. Und ihr könnt ein Video anschauen und dann das, was ich vor einem halben Jahr gemacht habe, vom Vorgängermodell. Und ich habe dieselben Belichtungswerte, dieselben Belichtungsdaten verwendet. Also kann man davon ausgehen, dass auch der Eindruck der Helligkeit ziemlich ähnlich sein soll und dass man da einen Vergleich ziehen kann. So, dann, ich schaue jetzt einmal kurz in die Kommentare rein, was da so an Fragen gekommen sind und wie viele Leute mich ausgebuht haben. Da haben wir einen Spammer dabei. Na super. Und weg. Was? Clusterstückel. Heli, den Dingsbums habe ich jetzt schon gesperrt. Ba, 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 ba. Die Anja fragt noch, ob der Nachtmodus realistisch ist oder nicht. Nein, ich würde ihn nicht verwenden. Er macht zwar gute Fotos, er kann oft besser sein als der Automatikmodus, aber auch der Nachtmodus ist ein erweiterter Automatikmodus und die verwenden irgendwelche Daten.
Belichtungszeiten, da verwackelt man dann wirklich, wirklich gern. Also Nachtmodus ohne Stativ ist auch nicht super. Es ist schön, um was zeigen zu können, um sich künstlerisch auszutoben. Wenn jemand mit seiner Lampe stimmungsvoll im Garten was beleuchten will, macht's, was immer die Dinger hergeben. Nehmt's die Filter, was auch immer. Das sollen schöne Bilder sein und daran erfreuen wir uns ja auch. Und die Community lebt von eurer Kreativität. Wenn man aber jetzt einen Beamshot-Vergleich machen möchte, kann ich halt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und nicht ein Bild, wie ihr gesehen habt, mit 1000 ISO mit einem 56.000 ISO-Bild vergleichen. Das funktioniert halt leider nicht. Einige Handyhersteller schaffen es in ihrer normalen Kamerasoftware, einen manuellen Modus zu haben. Nur müsst ihr dann immer darauf achten, wenn ihr jetzt irgendwas manuell schaltet, ob sich irgendwas anderes noch mit verbiegt. Aber ich glaube, wenn man ISO und die Belichtungszeit einmal fixiert, da ist schon sehr viel gewonnen. Das Tolle bei dieser Open Camera ist halt, was für so Dodeln wie mich tauglich ist, da gibt es einen Knopf, Belichtung sperren. Und das ist auch, wenn ich draußen bin und Bilder mache, um etwas darzustellen, dann halte ich das an verschiedene Punkte und suche mir einen ISO-Wert, der dann halbwegs entspricht und der gut ausschaut. Etwas, was ich gestern nicht gesagt habe oder auch nicht gemacht habe beim Videoaufnehmen: Wenn ihr Bilder macht am Handy, auch in der Nacht, stellt euch den Bildschirm heller. Das hilft dann, um das ein bisschen besser einzuschätzen. Ihr erkennt es dann nur, wenn dann der Bildschirm wirklich hell ist, ob ihr überbelichtet seid oder nicht. Oder unterbelichtet. Ich meine jetzt das Bild, das ihr anfertigt. Ihr kennt es euch aus. Schauen wir mal. 27 Minuten, die halbe Stunde ist um. Kurz nochmal, gibt es irgendwelche Fragen? Ba, ba, ba. Jeff wartet auf die Dunkelheit. Ich freue mich. Also her mit euren Bildern. Und wenn das Video fertig ist, ich werde es auch dann hinten noch heute in der Nacht noch von Facebook runterladen und auf den YouTube-Kanal stellen. Dort könnt ihr es dann auch, wenn ihr das interessant findet, verlinken. Den Link zu meinen Bildern schmeiße ich auch dazu. Bitte lasst mich wissen, ob das hilfreich ist. Ansonsten, ihr wisst, OLED Österreich Gruppe, abonnieren, OLED Österreich Seite weiterempfehlen, auch auf unseren YouTube-Kanal. Wir brauchen das. Und nur so kann unsere Community wachsen und je mehr wir werden, umso mehr haben wir voneinander und füreinander. Dann danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen schönen Abend, pfiat euch und gute Nacht.